Künstlermanager wird ja immer so als der bezeichnet, der so der Papa ist oder die Mama. Der Begriff kommt eigentlich auch aus dem Lateinischen, von Manus agere, an der Hand führen, und insofern ist das gar nicht so verkehrt. Management an sich ist Planung, Durchführung, Kontrolle. Das ist jetzt egal, ob in der Musikindustrie oder irgendwo anders. Wir haben uns eigentlich spezialisiert auf deutsche Singer-Songwriter. Wir haben Philipp Porzell unter Vertrag. Wir haben Andreas Burani. Wir haben Nachwuchsmusiker, die jetzt noch ganz jung sind, die tolle Lieder schreiben und wo wir sagen, die haben noch Zeit, bis die ihre erste Platte erst rausbringen. Also das klassische Künstlermanagement setzt ziemlich früh ein, so in den Punkten der Musikindustrie. Bevor eine Platte kommt, bevor irgendein Booker sagt, boah, den bringe ich jetzt noch auf größere Bühnen. Da ist eigentlich der Manager da, der sagt, da ist Talent da. Ich sage, ich finde den gut, ganz egal, was irgendjemand sonst sagt. Und dann macht man die Kontakte. Letztendlich gilt es, die ganze Zeit Verbündete zu suchen. Also sei es ein A&R-Manager einer Plattenfirma. Dem sagt man dann, ich glaube, da kannst du unglaublich viel Geld mit verdienen. Und das sagt man ihm, weil man selber auch davon überzeugt ist, dass es sich gut verkauft. Dem Booker sagt man, ich glaube, dass du damit deine Konzerthallen vollkriegst. Also ich bin so froh, dass es kein Daily Business gibt. Ich mag das, wenn ich aufwache und gar nicht weiß, was der Tag mir bringt. Mal ist man eine Woche auf Tour, dann wacht man jeden Tag woanders auf. Das Büro ist häufig die Bar oder häufig irgendeine Lounge. Also Telefon ist fast schon festgewachsen. Manchmal ist man bei Fernsehshows, manchmal sitzt man im Proberaum. Manchmal hat man tagelang auch einen Durchhänger und wenig zu tun. Da wird erwartet, dass man eine Idee bringt als Manager und man denkt nur so, ach du meine Güte. Und dann gibt es wieder Tage, wo man nur fliegen könnte und sagt, alles läuft super und wir kriegen nächste Woche die goldene Schallplatte, ole ole. Also es ist oft sehr emotional, man lebt dafür, wenn man die Musik gut findet. Man ist ganz arg mit den Songs verbunden, man weint auch mal zusammen, wenn du weißt, wofür der Song geschrieben ist. Man streitet sich unfassbar, wenn du einem Künstler mal sagst, der Song ist schlecht, findet er das gar nicht lustig. Ist schon eine ganz krasse Art von Job. Emotional, zutiefst bewegend. Und deswegen habe ich auch so viele graue Haare gekriegt. Wenn man Praktikanten hat zum Beispiel, dann fragen die oft so, was muss ich denn können, wenn ich Manager werden will? Du musst Menschen lieben, du musst neugierig sein. Musik darf für dich kein Hobby sein. Man muss ansatzweise ein guter Mensch sein, der zumindest nicht als Ziel hat, ich will jetzt hier möglichst viel rausholen und die Leute über den Tisch ziehen. Ich glaube, dass das fatal ist, in die Hose geht und einen selber zerstören wird und Künstler mit. Versuch, dich zu informieren in allen Bereichen, die wichtig sind. Medien. Geh zum Radio, schreib in der Schülerzeitung Artikel. Als Manager musst du später wissen, wie sind Journalisten drauf. Geh zu einer Plattenfirma. Als Manager ist gut zu wissen, wie Plattenfirmen funktionieren. Geh mal zum Konzertveranstalter. Mach Musik. Versuch, diese ganzen Bereiche kennenzulernen und such dir dann eine Band, wo du sagst, an die glaube ich. Für die würde ich sterben. Für diese Band würde ich mein privates Geld in die Hand nehmen. Um denen ihre erste Aufnahme zu bezahlen. Es ist ganz leicht, als Manager das Geld von anderen Leuten auszugeben und die Zeit von anderen Leuten zu benutzen, aber frag dich, glaube ich dran und würde ich selber investieren und fang klein an und dann geht es so Stück für Stück weiter.